hier auf meinem Kanal. Ich habe heute wieder meinen monatlichen DM-Haul. Ich habe es mittlerweile eigentlich so ein paar Monate jetzt schon, dass ich eigentlich einmal im Monat richtig groß einkaufen gehe, weil dann halt Klopapier, feuchte Tücher und auch ein paar Make-up-Sachen released werden, wo ich einfach super, super neugierig bin. Ich habe hier unglaublich, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 große Tüten. Ich zeige es euch mal hier unten. Hier unten steht alles. Und die würde ich euch gerne zeigen. Es sind ein paar Sachen drin für meine Meerschweinchen, die Chinchillas. Die zeige ich euch auch noch gerne mal, was da drin ist. Weil, wie gesagt, ich das Produkt sehr, sehr toll finde, was die essen. Das essen sie jetzt schon seit 6 Jahren und das essen sie wahnsinnig gerne. Und super viele LE-News, die ich dann hier reinpacken werde für euch, um das praktisch in einen First Impression reinzupacken. Ich habe letzte Woche einmal hochgeladen, weil ich war einfach schon wieder total krank. Ich lag schon wieder im Bett und war total fertig. Ich bin jetzt auch total im My Little Pony Outfit. Ich habe die passende Hose noch an, aber die kann ich... Beziehungsweise stimmt gar nicht. Ich habe so eine, wie heißt das, mit Weihnachts-Frenchies drauf. Und auf jeden Fall abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr Bock auf solche super, super coolen Hauls habt. Wir sind ja jetzt kurz vor 600 Abonnenten, da bin ich auch total zufrieden mit. Also ich bin ja nicht auf dem Abonnentenhand hier auf YouTube. Ich mache das ja super gerne, weil ich einfach euch da draußen kennengelernt habe. Ich habe so tolle Menschen kennengelernt. Wirklich Menschen, die ich liebe, schätze und jeden Tag schreibe. Meine Alida, meine Sam werden jeden Tag von mir gespammt. Und sind halt einfach Menschen, die ich sehr, sehr gern, sehr gern gewonnen habe und auch für mich gewonnen habe und auch einfach in mein Leben integriert habe. Wo ich sagen muss, dass es schon komisch ist, wenn sie einem nicht schreiben. Und dafür machen wir das hier alles und ich zeige euch alle wahnsinnig gern. Ich habe sowohl DM wie auch Rossmann. Wir fangen jetzt mit dem DM-Haul an und dann gehen wir zum Rossmann. Also, beginnen tun wir mit meinen, ich kaufe ja jeden Monat, das habe ich ja in jeden Monat euch reingezeigt, eine Tüte mit Knabbersachen für meine Meerschweinchen und meine Chinchillas. Und zwar habe ich hier das Naturverliebt Löwenzahn mit Ringelblumen. Schaut mal. Das ist so eine Art Heumischung, die finde ich sehr, sehr gut. Also meine Chinchillas, also ich habe hier Bewohner in meinem Schminkzimmer, sind 10 Chinchillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nein, es sind nur noch 7, es sind 7, es waren mal 10, die Babys sind ja ausgezogen. Aber auf jeden Fall, das sind Löwenzahn, davon habe ich 3 Pakete gekauft. Das ist praktisch so etwas, was ich denen in die Schale gebe. Und das Menü für Zwergkaninchen, das habe ich euch ja schon mal gezeigt. Das ist so eine bunte Mischung aus, ich lese mal vor, aus Kornblumen, Ringelblumen, Früchten, Öle, Fette und dann hat ganz viele Pflanzen, sind Heuhalmchen drin, Hanfhalmchen und so. Alles, was man so auf der Wiese finden kann. Ich finde diese Sachen wahnsinnig gut. Also wirklich, ihr müsst unbedingt aufpassen, wenn ihr halt Nager habt, dass ihr denen nicht so viele Körner gibt, weil die sind einfach wahnsinnig zu fett. Also ich habe in der Notstation, wo ich mein Meerschweinchen damals geholt habe, den Eddie, der Edward, die muss ich immer reinzeigen, der ist so ein Süßer. Den habe ich so gesagt Second Hand aus der Meerschweinchen Notfallstation geholt. Und da hat sie mir halt gesagt, also ich habe ihr gesagt, dass ich die Sachen hier kaufe. Und sie hat gemeint, das ist wahnsinnig gutes Zeug. Und das da kann ich echt nur empfehlen für eure Nager, weil das ist richtig gesund für die. So, das ist immer so, ich kaufe immer so 6, 7, 8 große also Körnermischungen. Das sind praktisch diese Mischungen, das sind keine Körner, sondern praktisch so... random Stuff wie Flöckchen, Karottenflocken, Erbsen geplättet und sowas. Und das fressen sie wahnsinnig gerne. Und dann habe ich noch was bei DM geholt. Und zwar habe ich ja auch einen kleinen Neffen von meiner besten Freundin. Der kleine süße Schatz kriegt auf jeden Fall ein Osternest. Das ist ja praktisch mein Osterhaul. Ihr müsst überlegen, ich muss ja auch ein paar Ostergeschenke suchen. Und übrigens, ich bin tatsächlich Ganzzeitbrillenträgerin. Also ich habe jetzt mein Licht so hingestellt, dass ich jetzt mal kein so ein Balken drin habe. Also auf jeden Fall habe ich hier so ein Osternest, ich sage mal Kükengras. Also das ist Kükengras und das andere ist Wiesengras. Und zwar kostet es 55 Cent. Ich sage euch in etwa die Preise. Ich habe auch hier Kassenzettel drin, wenn so Gott will. Aber ich kann euch in etwa sagen, weil das aufzulisten in die Infobox, Katastrophe. Wie gesagt, das Kükengras kostet 55 Cent. Da könnt ihr so kleine Nestchen bauen. Und das gibt es gerade bei DM. Da schaut mal, 55 Cent. Und das ist ganz, ganz süß. Ich habe so ein ganz süßes Lammnestchen vom Aldi gekauft mit ein bisschen Schokolade. Mein Neffe ist zwar erst ein bisschen über ein Jahr, aber ich habe so ein paar kleine Ostereier, die er lutschen kann. So Mini-Milka-Eier. Und das ist mega cool. Und dann habe ich mir Backups von dem hier gekauft. Das kostet 3,95 Euro. Das ist eine Limited Edition und zwar Aromatherapie in den Fruchtsorten.
Orange und Zitronenöl. Leute, das ist so geil. Ich weiß, dass die Sam zum Beispiel von Kneipp oder von irgendeiner anderen Naturkosmetikmarke sowas ähnliches gefunden hat. Das habe ich übrigens auch gefunden, was auch nach Orange riecht, was halt einziehen wird, wenn es das halt nicht mehr gibt. Was mir halt ein bisschen scheiße ist, ich habe halt davon unnormal viel Bodylotion dann, aber zumal ich sagen muss, die eine Bodylotion, die ich jetzt habe, die ist auch schon halb leer. Also da seht ihr ja, die ist schon halb leer. Die benutze ich auch täglich. Super, super angenehm auf der Haut. Es riecht so geil. Und das kostet über 3,95. Das ist ein richtig frischer Mandarinenduft. Das ist einfach geil. Also es ist nicht gecreme gemischt, sondern richtig Mandarine. Und den Duft mag ich sehr, sehr gerne, weil ich mich da wirklich sommerlich frühlinghaft finde. Und einfach, weil ich auch wahnsinnig viel dusche, muss ich einfach dazu sagen, von meiner Arbeit aus schon, ist das einfach echt schwierig. Dann habe ich mir noch, also ich habe in meiner Arbeitstasche immer so ein bisschen so Peelingmasken, weil das ist ja, also das ist jetzt zum Beispiel so ein super natürlicher Look, den ich übrigens mit keinem Make-up geschminkt habe, sondern mit einer BB-Cream von Garnier. Wenn ich sie irgendwo finde, zeige ich sie euch noch. Das ist so eine BB-Cream. Ich mache ein bisschen Concealer unter die Augen, ein bisschen Rouge, ein bisschen Highlighter und das war's. Ich bin momentan jetzt nicht so auf Full Coverage, muss ich euch sagen, weil umso wärmer es halt langsam wird, umso weniger mache ich das, weil ich halt unnormal, ihr seht ja, ich habe hier so krasse Linien. Also das wäre, ich glaube, das Einzige, was ich mir unterspritzen lassen würde, was ich natürlich nie machen würde, weil das ist halt so anstrengend. Und auf jeden Fall benutze ich hier gerne diese porenfeine Reinigungspeelingmaske von Balea, die kostet, glaube ich, so 2,45 oder so. Mit Fruchtsäure reinigt, porentief, mattiert und klärt die Haut. Allerdings ist da ja Fruchtsäure drin. Das ist ein bisschen aggressiver auf die Haut. Aber ich mag das. Also nicht das Aggressive, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, es ist sehr sauber. Ich mache das auch jetzt nur morgens, wenn ich wirklich dieses abendliche, fettige Hautgefühl loswerden möchte. Das ist so eine. Ihr seht das ja vielleicht kann ich es anfokussieren. Das ist so ein Würstchen. Könnt ihr das sehen? Das ist so ein kleines weißes Würstchen mit blauen Pünktchen. Sehr, sehr geil. Wenn ihr übrigens euch fragt, was ihr auf den Lippen tragt, ist es der Essence Color Boost Vinylicious in der Farbe Woody Rosy. Der ist so geil. Also ich muss sagen, da muss ich mal an die Müllertheke mir noch ein paar neue holen. Da werden mein Mann und ich aber jetzt die Tage hingehen. Aus derselben Reihe habe ich mir noch die Porenfeine 24-Stunden-Pflege mitgenommen, auch mit Mattieren verfeinert. Die Poren, das ist praktisch so eine Art Creme. Die haben das Repackage, also passt ein bisschen auf. Bei Balea gibt es einige Produkte, die heißen gleich und sehen anders nur anders aus. Und zwar ist das hier. Das ist einfach, das trage ich auch gerne am Abend auf, dass ich einfach nicht so krass nachfette, weil das ist unangenehm des Todes. Und dann habe ich was mitgenommen, was ich super gerne in die Tasche packe, wenn ich zum Arbeiten gehe. Und zwar ist es hier die Balea Softe Reinigungstücher. Und zwar kaufe ich die oft in LE-Packungen. Ich habe davon 4 Stück gekauft, weil ich die so süß fand. Und zwar sind es, ich weiß gar nicht, den Duft kann ich euch gleich sagen. Riecht frisch, so Grapefruit. Grapefruit. Auf jeden Fall sind das hier die soften Reinigungstücher. Da steht reinigt samt, entfernt wasserfestes Make-up, schnelle Anwendung ohne Wasser, spendet Feuchtigkeit. Ich zum Beispiel, ich benutze das, weil ich halt in der Nachtwache oft super fettige Haut bekomme und dann einfach gerne mal das Gefühl hätte, mich zu refreshen. Dann benutze ich diese Tücher und wie süß ist dieses? Also ich zeige euch später auch Klopapier, da steht Drama Lama drauf. Mir ist eigentlich scheißegal, was ich meinen Arsch wische, aber das war auf jeden Fall geil. Auf jeden Fall, das habe ich jetzt 4-mal gekauft, weil ich das sehr, sehr cool fand. Ich habe schon wieder keinen Platz hier. Na, kommt also rum. Dann habe ich habe diese Marke, ich habe euch das bei meinem Glow-Haul gezeigt. Und zwar diese Marke Le Petit Marseillais oder so. Und zwar ist das eine neue Marke, die bei DM eingezogen ist. Leute, cruelty-free, alles super Natur. Also, das ist auch was für meine Sam. Das riecht, also ich habe jetzt die Sorten Vanille und Milk, also Latte de Vanille und Lait, also alles, also Milchgeruch. Das ist hier Vanillemilch, sehr, sehr natürlicher Duft. Das riecht wirklich wie einfach, wenn da ein Milchtopf mit einer Vanilleschote ist. Und ich finde das Packaging richtig geil. Wir fahren ja auch im Juli nach Hamburg und im Oktober auf die nächste Glow. Also mein Mann, ich und sehr gute Freunde von uns, die wir jetzt einfach vor ein paar Wochen kennengelernt haben, die gehen jetzt, wir waren dort auf einem Vortrag von Erich van Däniken, einem ganz, ganz tollen Forscher, der halt praktisch Existenz von Aliens und sowas erforscht. Sehr, sehr interessanter Vortrag, auch ein bisschen beängstigend, muss ich sagen.
haben wir da Leute kennengelernt, die mit uns auf die Glow gehen. Da habe ich unnormal Bock zu. Also ich werde auch vloggen und so. Ich hoffe, dass das alles dann so gut hinhaut. Auf jeden Fall haben wir das auf der Glow entdeckt und das ist auch nochmal sowas, das fand ich so geil bei der Glow, dass ich einfach Sachen gefunden habe, die einfach unnormal geil sind und auch ganz neu damals. Ich habe dann auch noch Masken mitgenommen und zwar passend zu diesen ultimativ süßen Reinigungstüchern gab es eine Tuchmaske Cool Camel. Und zwar sieht die so aus. Ach Gott, süß, gell? Also, das ist sowas. Also, ich liebe diese Masken von Balea. Die kosten halt nicht viel. Die kosten so 80 Cent, 1 Euro. Spendet kühlende Feuchtigkeit, Pflegeoase mit Mandelöl. Also, ich finde, die haben immer so für jeden Hauttyp irgendwie was dabei. Davon habe ich mir 4 Stück gekauft. Und dann habe ich mir noch eine Tuchmaske gekauft, die ist neu. Und zwar mit Kaolin, Tonerde und Grüntee. Sanfte Reinigung für ein geklärtes und ebenmäßiges Hautbild. Also oft zum Beispiel, wenn ich jetzt richtig krasses Make-up auftrage, nehme ich mir wirklich so eine Tuchmaske. Die kostet ja nicht viel. Also ich glaube, die da kosten, glaube ich, 55 Cent, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann trage ich die einfach auf. Währenddessen suche ich mir halt mein Make-up aus, meine Make-up-Sachen, meine Pinsel und so. Und dann mache ich die runter und dann trage ich halt mein Make-up auf. Also ich finde das Packaging ultimativ süß. Also das ist so ein total. Also wenn ihr Ostergeschenke sucht zum Beispiel, das ist auch total süß, wenn ihr eine Freundin habt, die einfach mal, egal welchen Alter, sage ich euch, die tragen die alle. Und dann habe ich noch eine Matcha-Detox-Maske von, also Porentiefe Reinigung, absorbiert intensiv Öl und Schmutz. Und zwar ist es von Garnier. Ihr wisst ja, ich gucke ja schon, dass ich cruelty-free so wie es geht bleibe. Aber ich muss sagen, die Garnier-Produkte sind sehr, sehr gut. Also wirklich sehr gut. Das ist gegen fettige Haut. Ich habe halt leider unnormal fettige Haut, Leute. Ich leide da auch richtig drunter, weil zum Beispiel mein Make-up oft zum Beispiel einfach weg ist auf der Nase. Und ja, da machst du dir halt ein 2 Stunden Augen-Make-up und es hilft mir halt nichts, weil einfach mein Make-up verschwunden ist an den T-Zone. Das ist halt. Deswegen muss ich sagen, ich bin gerade etwas shinier unterwegs. Ich habe jetzt angefangen mit Luminous Foundation, also einfach Foundations, die leichter sind, dünner und einfach ein bisschen mehr Glanz hergeben. Weil ich einfach denke, also ich wollte eigentlich nie ganz matt sein, aber daher dachte ich halt, probiere ich es. Und das, wie gesagt, ist die Hautklar Matcha-Detox-Maske, die hat 4,95 gekostet. Und die da kosten übrigens 2,35. Und dann habe ich noch die 3 letzten Sachen vom vom DM. Zwei, und zwar sind es so kleine Haarmasken. Es gibt ja diese Reihe Schönheitsgeheimnis und da gibt es jetzt Haarmasken. Und zwar einmal in roter Mohn und einmal in Hafermilch. Davon habe ich mir jeweils 2 mitgenommen. Und das war es jetzt eigentlich schon vom DM. Und jetzt gehen wir zum Rossmann. So, beim Rossmann bin ich dezent eskaliert, muss ich sagen. Also beim Rossmann gab es, ich habe jetzt auch gesehen, die haben bei mir jetzt im Rossmann, bei uns in der Stadt, den Alterra, also praktisch die Naturkosmetiklinie von Rossmann rausgenommen, haben stattdessen eine Catrice-Theke. Was ich sehr begrüße, muss ich sagen, weil in vielen DMs, also in vielen Rossmännern gibt es das ja schon längst. Und ich habe mir echt viele LE-Produkte mitgenommen. Ich habe von Rival de Loop die Highlighter LE fast vollständig mitgenommen. Ich habe ein paar von Catrice mit, aber das zeige ich euch jetzt. Ich habe zum einen Jumbo-Erdnüsse mitgenommen, weil meine Chinchillas essen die sehr gerne. Also meine Chinchillas, also ich muss sagen, dass manche geben das nicht. Ich gebe die wahnsinnig gerne. Ich muss jetzt heute zum Beispiel auch meine Chinchillas putzen und dann kriegen die immer so eine Handvoll. Das sind ja immer so Zweier- und Dreiergespanne, kriegen sie immer eine Handvoll Nüsse und dann knacken die die und pulen die raus und das ist auch super fürs Gehirn. Also Meerschweinchen zum Beispiel fressen das, denke ich auch. Also ich liebe das, wenn sie das machen. Ich habe dann auch einige Putzsachen mit, weil leider war das jetzt echt wieder nötig. Weil Ende des Monats, ich weiß nicht, habe ich nicht mal mehr Putzsachen. Geht das auch so? Der Kühlschrank ist leer, die Putzsachen sind leer. Dann habe ich mir mal das Softlan Vanille Orchidee mitgenommen. Normalerweise kaufe ich eigentlich nur dieses Softlan Mandelmilch. Das ist ja diese Babyreihe, so ein bisschen sensitiv. Ich habe übrigens einen Kassenzettel, kann ich euch sagen. Ich gehe auch beim Rossmann nur einkaufen, wenn es Coupons gibt, muss ich sagen. Ich spare mir die Coupons immer total auf, weil die 10% sich, also die allein im Rossmann waren es 100 Euro und die Tüte gerade waren 50 Euro. Das ist aber ganz normal bei uns, weil wir halt gerade die Haustiere und so sind allein schon 30 Euro. Also das war jetzt nicht so viel beim DM, was ich jetzt für mich hatte. Dann habe ich jetzt das Lenore von der Natur inspirierte Düfte Tiefsee Mineralien.
Da steht das für 50 Wäschen. Also, das müsst ihr nur eine Kappe. Das ist immer so ein Konzentrat. Das war jetzt im Angebot für 2,77 statt 2,95. Und das wollte ich mal ausprobieren, weil, also Marco und ich sind ein bisschen empfindlich mit unserer Haut, was zum Beispiel viele verschiedene Beispiele angeht. Da müssen wir echt sparsam mit sein, weil, ich mag das zum Beispiel überhaupt nicht, wenn ich meine Wäsche aus der Wäsche, aus dem Trockner raushole und die riecht nicht nach frischer Wäsche. Ich mag das nicht. Dann habe ich das, mein Lieblings, das ist hier, ich glaube, das ist Maiglöckchen. Ja, das ist mein Lieblingsputzmittel und zwar habe ich immer das Ajax mit Maiglöckchen. Also hier sind so kleine Maiglöckchen. Das ist die 1,5 Liter Flasche. Da waren 50% gratis. Es sind aber auch zum Beispiel noch andere Flaschen, wo Normalgröße sind und Gleichkosten. Ah, you Rossmann, you try it, you try it. Also ich habe auf jeden Fall hingeguckt und habe mir halt die 50% gratis geholt. Da gab es dieselben Flaschen, die haben halt nicht 50% gratis gehabt, aber standen direkt daneben. You wanna verarsching me? Also bei mir geht das nicht, ich bin da echt fix. Dann habe ich mir noch Spülmittel mitgenommen und zwar mit Aloe Vera und zwar riecht es tatsächlich. Weiß ich nicht, ich finde, dass es leicht nach Apfel riecht, aber naja, hier seems to be Aloe Vera, ich weiß es nicht. Und davon habe ich halt, wie gesagt, zwei Flaschen. Und dann habe ich hier nochmal die Sorte She Butter. Mag ich auch sehr gerne, also vom Geruch. Ich mag eigentlich überhaupt nicht so stark parfümierte Beispiele, weil ihr dürft auch nicht vergessen, eure Haut reagiert auf solche Sachen. Die Kleidung zum Beispiel, also ich mache auch einen Unterschied. Zum Beispiel Handtücher dürfen bei mir sehr wohl stark riechen. Also es ist auch schön, wenn es so riecht und es riecht so nach frischem Handtuch oder so. Aber jetzt zum Beispiel bei so Sachen wie Schlafanzüge, muss ich sagen, bin ich sehr sensitiv unterwegs, weil das geht halt nicht. Und dann habe ich mir noch, ich glaube, das süßeste Klopapier gekauft, was es gibt. Und zwar ist es hier, schaut mal, da seht ihr das ja. Da sind kleine Lamas drauf. Also, ich muss euch echt sagen, ich wische gern meinen Hintern mit Comics ab. Also, es ist echt so, also, das ist aber so, glaub, so ein Spleen von mir. Das mag ich total gerne. Ich mag Klopapier, ja, mit solchen Comics drauf. Ich habe zum Beispiel gerade vom DM Küchenrolle mit Sesamstraße-Figuren drauf, weil ich mir denke, wenn ich jetzt 50 Cent mehr bezahle, macht mir das Putzen mehr Spaß. Also, kann man das verstehen? Ich glaube schon. Also ich habe da auf jeden Fall zwei Pakete von gekauft. Und jetzt zeige ich euch die krasseste Limited Edition und Make-up-Eskalation, die ich bestimmt seit 3 Monaten hatte. Ein Moment. Oh, da bin ich wieder. Ich habe ja nicht genug Tüten. So, weiter geht's. Mir sind ein paar Lampen ausgegangen. Und das finde ich super, super geil. Du zahlst zwar 3 Euro für diese LED-Lampen. Aber die halten einen Arsch lang. Also das sind diese LED-Lampen. Ich habe im Bad so ein Leuchterding, da muss ich jetzt neu austauschen. Da habe ich ein paar Sticker mitgenommen. Das war, ich habe da ein so ein Axtding mitgenommen. Ja, also ich habe für unser Klo diese WC-Frischdinger. Und zwar, die waren jetzt diese Woche im Angebot für 1,19 Euro oder so. Oder 1,11 Euro. Und dann kaufe ich mal 3, 4 Stück, weil die sind echt nicht schlecht. Hier tauchen ja noch mehr auf. Guck mal, wenn ich das finde. Ich habe jetzt einmal hier Hawaii Sensation, frische Prise. Ich muss aber sagen, die riechen echt enorm gut. Also die riechen echt richtig gut. Also da bin ich echt begeistert von. Wie gesagt, die LEDs finde ich super. Ich finde auch super, dass es keine Wegwerfbirnen mehr gibt. In dem Sinne, dass man Birnen halt nimmt und die kurzlebigen. Ich habe zwar schon meine Softboxen, sind hier alles riesen LED-Lampen. Ich merke das auch beim Stromverbrauch. Also hier zum Beispiel sind auch alles LED da hinten. Ich habe jetzt mal ein paar bläuliche und ein paar pinkne dazu gehängt. Und das finde ich auch sehr gut, weil ich sag ja zum Beispiel, ich merke das halt. Also ich werde auch demnächst Aufgebraucht-Videos machen. Das Problem ist, hey, dieses Müllsammeln ist ja furchtbar. Aber ich finde es irgendwie, umso öfter ich das sehe, ich schaue mir ja gerne bei Laura und bei Alida gerne die Sachen an, weil ich mir denke, eigentlich ist es ja schon interessant, mal Rückmeldung darüber zu geben, auch über Make-up zum Beispiel, was mir bei mir gut geholfen hat und was nicht. Dann habe ich ganz normal Mülltüten, die 25-Liter-Mülltüten. Wir haben halt Biomülltüten. Da habe ich dann halt so Plastiktüten. Die gibt es aber von der Stadt Stuttgart. Und dann habe ich mir einige richtig coole Düfte mitgenommen. Und zwar von Isana gab es eine Limited Edition Andalusian Dream. Und das ist auch ein Garden Dream, ein Mandarin- und Orangenblütenduft. Und das riecht halt sehr ähnlich wie das, wo ich mir diese LE da gekauft habe. Weil ich liebe Orangen. Ich weiß nicht, ich finde Orangen. Ich liebe zum Beispiel Mandarinen, Leute. Im Sommer Mandarin, im Winter Mandarin und im Sommer Wassermelone. Ganz schlimm. Ich sitze wirklich auf dem Boden und schaufel die Dinger nicht mehr normal.
Dann habe ich noch einmal die Ocean Frisch davon. Die kommen bei mir an. Ich habe bestimmt noch 6 Stück im Backup. Aber wenn die im Angebot sind, kaufe ich immer wieder, weil eigentlich brauche ich alle 2 Wochen neue. Und dann habe ich für meinen Mann was mitgenommen, und zwar Caribbean Nature. Ich fand das dann ganz cool aus. Und zwar, ich kaufe auch für meinen Mann ein, man möge es nicht vorstellen. Das riecht nach Sandelholz und Patchouli. Das ist ein bisschen männlich, der Duft. Also ein bisschen. Mein Mann ist männlich und deswegen kriegt er auch männliche Düfte. Und zwar zweimal, weil der kostet nur 55 Cent. Da kann ich ja, ich weiß gar nicht, nehmt ihr das auch immer zweimal mit? Ich kaufe immer zweimal, obwohl ich den noch einmal habe. Ich weiß nicht. Dann habe ich was gefunden. Oh mein Gott. Und zwar von Garnier Fructis, die pflegende Banana Hair Food Maske. Leute, ich habe euch ja diesen öfters schon mal so ein Haul gezeigt von Body Shop, gell? Das ist knallhart ein Produkt, wo ich wow sage. Also da steht drauf, vegan, 98% abbaubare Formel, keine Silikone, keine Parabene, pflanzliche Öle. Das ist halt sehr natürlich gemacht. Da sind 98% natürliche Anstoffe drin. Wenn ihr hinten jetzt guckt in der Formelliste, ja, da ist schon einiges drin. Shea Butter, da sind halt viele Öle drin. Und nicht mehr so viel großer Scheiß, weißt du, so mit, sag ich mal, viel, viel Chemie drin. Das ist so geil. Also, das ist jetzt die. Es gibt die auch mit Papaya. Die mit Papaya riecht auch ganz gut, aber ich esse Bananen zum Beispiel sehr ungern. Aber als Duft total geil. Also, wenn es das als Parfum geben würde, ich würde. Also, das ist praktisch. Ich habe das ergänzend zu meinem Bananenshampoo gekauft vom Body Shop. Also, das riecht richtig geil. Dann habe ich mir gekauft, weil, also Alida und ich sind ja beides marokkanische Minze-Junkies. Also, ich liebe diesen Tee von Teekanne, der ist diese Woche im Angebot gewesen. 1,69. Alida, du musst noch einkaufen gehen. Tee ist im Angebot, schaust du. Wie gesagt, Kanäle, die ich erwähne, alle unten in der Infobox. Ich mache das immer, ich koche den und dann tue ich den in einen Teekanne und lasse den kalt werden. Und Leute, das ist richtig lecker. Also, das ist sehr erfrischend. Dann knallt ja noch so ein paar Eistee-Dinger drin. Wie gesagt, ich weiß, dass es wenig gekostet hat. 1,79 Euro, genau. Und dann müsst ihr ja noch rechnen, ich habe ja 18 Cent weniger bezahlt, weil ich tue ja immer 10% noch reinreichen. Und und weil ich ja gerade auf dem Reinigungstücherwahn bin, habe ich mir da noch welche mit. Da steht unten oben Sunny Fruits. Das ist was mit Flamingos. Und dann hatten die da noch passend zu meinem Klopapier Good Karma Lama. Also es das heißt, also Drama Lama ist ja von DM und Good Karma Lama ist von Isana. Auf jeden Fall, die habe ich. Ehrlich gesagt habe ich die echt mitgenommen, weil die einfach mir über den Weg gelaufen sind und gesagt haben, kauf mich. Und dann habe ich was mitgenommen, was ich echt toll fand. Und zwar eine Gummi-Noppenbürste. Ich finde das richtig geil. Also ich habe ja Haustiere und ich hab so einen kleinen Marienkäfer mit diesen Dingern, aber da sind diese Noppen nicht lang genug. Und jetzt, das hat mich 4,99 gekostet. Das heißt 4,50 € mit 10%. Und das ist richtig geil. Also man ist echt manchmal echt verzweifelt, wenn man denkt, oh mein Gott, ich weiß überhaupt nicht, wie ich bisschen die scheiß Haare, also zum Beispiel aus den Katzenbetten oder so, da draußen Abonnenten oder auch jemand, der jetzt neu zu mir zuschaltet, kann mich verstehen, weil es einfach so anstrengend ist, die Katzenbetten sauber zu machen. Man kann die ja nicht dauernd in die Waschmaschine stopfen, aber so mal die gröbsten Haare rausschaben, das ist richtig geil. Also ich weiß, dass es funktioniert, weil ich habe sowas ähnliches. Dann habe ich noch was zum Reinigen meiner Schwämme gebraucht. Und ich habe mal von der Alida gehört, dass sie dieses Duschöl von Balea benutzt, ja. Und jetzt hatten die aber bei Rossmann, ich glaube, dieses Pflegeöl von Dove aussortiert. Das hat jetzt irgendwie nur noch 1,60 oder 1,50 gekostet. Und ich muss euch ehrlich sagen, da gibt es ja bei Rossmann immer diese grünen Preise. Da kriegt ihr dann die Sachen, die aussortiert sind, wegen Packaging oder wegen dem Sortimentswechsel. Und dann habe ich ehrlich gesagt, normal kaufe ich eigentlich gar nichts von Dove, aber früher mehr. Aber ich finde den Duft sehr angenehm und ich reinige meine Schwämme, seitdem der Alida mir das gesagt hat, tatsächlich gerne mit diesen Ölen, weil ich auch das Gefühl habe, so wie sie gesagt hat damals, dass einfach viel mehr Produkt rauskommt, ja. Ach, und dann habe ich hier nochmal Blütenfrische. Mein Klo wird so duften. Dann habe ich mir ein paar Pflaster mitgenommen. Also ihr kennt das bestimmt, ihr guckt in eurer Wohnung und denkt so, Alter, ich habe 1000 Lippenstifte, 50 Paletten, aber keine Pflaster. Also auf jeden Fall habe ich Pflaster gekauft. Noch mal eine Packung Mülltüten, weil die sind jetzt fürs Schminkzimmer. Dann hatte ich eine Zahnpasta bei der Glowback gefunden. Und zwar war das die Olgate Max White und Max White, sofort sichtbar weißere Zähne. Und ich muss euch sagen, die helfen. Can you see? Also, die ist wirklich super. Da sind so kleine Körnerchen drauf.
Und ich habe halt wahnsinniges Zahnfleischbluten. Also ich habe leider auch schon eine medizinische Zahnreinigung hinter mich gebracht. Und Leute, lasst es bleiben. Es ist richtig scheiße. Die spülen euch echt den letzten Dreck aus den Zähnen raus. Da sind sie zwar sauber, aber super empfindlich. Und ihr kriegt deswegen trotzdem Karies, weil es halt einfach nachkommt, ja. Also, und dann habe ich hier noch Andalusian Dreams. Wie gesagt, ich habe immer, also die Jenny hat immer die mal zwei Formel. Also da muss alles zweimal mit. Tea Lampwisch auch zweimal. Dann habe ich das mitgenommen, weil es tatsächlich sehr gut riecht. Nicht wegen dem Lama. Und zwar ist es das Chill Like a Lama. Ist auch ganz süß, das Teil hier. Und das ist mit den Ding Tangerine, Hyazinth und Vanille. Tangerine ist, glaube ich, auch wie Mandarine, denke ich. Wenn ihr das nicht sicher seid, dann sagt mir unten Bescheid. Und jetzt kommt halt die krasseste Eskalation. Ich habe so viele Produkte gefunden, die ich einfach so geil fand. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist von Manhattan der Ink Me. Ich hoffe, dass er zoomt. Und zwar, genau, das ist der Ink Me. Leute, wartet. Warte. Ah, ich mache das jetzt hier drunter. Wie süß ist das bitte? Also, wenn ihr das jetzt. Moment, ich mache das jetzt nochmal sauber. Moment. Ich fand den einfach so süß, dass ich gesagt habe, ich muss den mitnehmen. Der ist einfach so süß. Ehrlich gesagt, es gibt mal. Ich sehe ganz schlimm gerade aus. Aber irgendwie ist das geil, oder wenn ihr einen Pickel habt, macht ihr einfach einen Stern drauf. Also auf jeden Fall ist das ein Ink Me. Da gibt es eine Diamantenform, eine Halbmondform. Und ich habe das bei vielen Gurus schon gesehen, die das gemacht haben, dass die einfach das da drunter gemacht haben und dass es das irgendwie so ein bisschen Festival-Vibes bekommt. Also das dürft ihr jetzt natürlich nicht so machen. Aber ich fand das einfach eine ganz, ganz süße Idee irgendwie, weil so mal so als Highlight so irgendwo hin oder auf die Stirn, so wie jetzt das Bindi oder so. Why not? Also ich werde es auf jeden Fall in einem First Impression testen. Dann habe ich mir einige Sachen von einer LE mitgenommen, die mich sehr interessiert hat. Und zwar, können wir mal, can you please talk about the packaging? Das ist eine Catrice LE, das ist praktisch diese Sport-LE, sage ich. Oh Leute, ich sehe so schlimm aus. Moment. Also es geht schwer ab, aber das ist ja eigentlich jetzt auch nicht schlimm. Oh Gott. Na, es geht ab, kein Problem. Also auf jeden Fall ist es so ein Packaging. Das ist ein Make-up Freezing Powder. Das ist ein Translucent Powder, Ready, Set, Go. Was waterproof ist und was euer Make-up ein bisschen setten soll. Das war, hat jetzt, ich glaube, 4,49 €. Also billig war es nicht. Also 4,95 €, also 4,50 €. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt mal mit, weil ich eh ein Setting Powder brauchte und das ist sehr weich, super weich. Ich möchte das für die Unteraugenregion und für die Smile Lines benutzen. Benutze ich. Dann habe ich hier zweimal, und zwar habe ich das bei jemandem schon gesehen. Ich glaube, Kiso hat das benutzt in ihrem Video. Sind das Blurring Sticks? Also Blurring ist ja praktisch dieser Effekt, dass ihr praktisch eure Poren ein bisschen rausholen sollt. Und auf jeden Fall mega, mega gut war das bei der Kiso. Die hat gesagt, das hat gut funktioniert. Die hat da irgendwie ein First Impression gemacht. Ja, es ist jetzt nicht Mordsprodukt drin. Das kostet jetzt 3,40 €. Mit ein bisschen Rabatt hat es jetzt knapp 3 € gekostet. Ich habe mir die zweimal mitgenommen, weil sowas zum Blurren habe ich noch nicht. Dann habe ich ein Epic Active Luminizer Zeug mitgenommen. Also Luminize ist ja immer gut. Ich weiß nicht, das ist auch scheinbar. Shoot. Das ist so ein Luminizer, den ich sehr gut vom Auftrag her fand. Jetzt werde ich mal gucken, ob ich das ausblenden kann. Leute, das ist richtig geil. Jesus. Das ist halt so ein Zeug, das könnt ihr einarbeiten, was allerdings ziemlich schwierig ist gerade, wie ich I can see. Das ist ein bisschen streaky, aber ihr müsst super schnell arbeiten damit. Aber ihr seht ja, der Sheen ist sehr, sehr schön. Ich finde halt, ich müsste halt schneller arbeiten, dann wird es nicht so streaky aussehen. Das ist beispielsweise einfach so ein Luminous, ich sag jetzt mal, Epic Luminizer. Dann habe ich mir, und zwar, ich habe von irgendjemanden aktuell eine Empfehlung bekommen, und zwar diese Liquid Metal von Catrice. Und zwar habe ich die in der Farbe California Dreaming und in der Farbe Champagne. Und das ist ein Cream-Lidschatten,
die ich jetzt, ich habe das irgendwo in einem Tutorial bei einer amerikanischen YouTuberin gesehen. Leute, schaut ihr da mal hin. Krass, oder? Also ich fand das so krass. Ich habe das gesehen und ich habe mir ehrlich gesagt an den Kopf gepackt, weil ich bin öfters mal dran vorbeigelaufen, aber ich habe irgendwie nie das bemerkt oder so, ja. Und das ist die 020, das ist so in Champagnefarben. Die hat das damals auf ihr Halo-Eye drauf geschmiert und das hat super gesessen, hat auch nicht gecreased, was mir sehr wichtig ist bei den Produkten. Dann habe ich, weil ich ja die neue Catrice-Packung da gesehen habe, die neue Aufsteller, habe ich mir das Matte Finish Prime and Fine. Ich hatte dieses Multi-Fixing-Spray schon mal davon. Das ist nicht billig, das kostet 4,45 €. Mit Rabatt habt ihr knapp 4 Euro. Billig ist es natürlich nicht, aber ich muss euch sagen, mir gefällt diese handliche Größe. Ich mag eigentlich nicht, es ist ein Anti-Schein. Es gibt auch ein Luminous, eine Version davon und das ist halt auch richtig, richtig gut. Dann habe ich mir von der Rival de Loop LE, das ist ja so Spiegel, Radiant Glow, ein Holographic Glow Highlighter. Und zwar ist es so ein Highlighter, so ein loser Highlighter, der so rosa schimmert. Ich habe so was Ähnliches. Wait a minute. Und zwar von, ich glaube, Essence war das jetzt. War von Essence eine LE, genau, diese Glow LE. Das schimmert ähnlich, aber das hat noch einen bläulichen Stich da drin und das ist nur rosa. Und mit rosa muss ich sagen, kann ich mich anfreunden. Das werde ich jetzt auf jeden Fall alles testen. Das bleibt bei mir hier in der Schublade. Und dann mache ich mal so ein Full-Face-Test-Video. Übrigens, das ist richtig geil in die Haut eingezogen. Dann habe ich mir noch aus dieser LE, wo die Sternchen herkommen, habe ich mir den Ink Line und zwar Eye und Body Glitzer. Das ist, glaube ich, extra so ein Ding. Es gab den in Schwarz und in Gold. Und ich fand den in Gold richtig toll, weil da könnt ihr euch super Effekte machen, ja. Also der ist ein bisschen sheer. Also ich bin gespannt, wie er ist. Der hat nicht viel gekostet. Ich glaube, wartet mal. Der Stempel, muss ich gerade mal gucken, Manhattan. Genau, der Stempel hat gekostet 4,36 €. Und das andere auch. Also die kosten so knapp 5 €. Das ist aber okay. Für meine Cut-Crease habe ich mir sowas geholt. Und zwar ein HD Liquid Coverage Concealer. Und zwar mit so einem Felt-Tip. Ich fand das richtig geil, dass es die jetzt gibt. Mit so einer richtig schmalen. Seht ihr das? Ihr könnt halt richtig geil in eurem Auge halt malen. Somit habt ihr halt das Problem nicht, dass sie halt bei einem Cut-Crease vielleicht ein bisschen die Enden absäubern. Es ist aber auch so, Leute, ich werde das, wenn es leer ist, behalten, wegen dem Felt-Tip. Dann werde ich es einfach in tunken irgendwo. Dann habe ich mir noch meinen gelbstichigen Camo-Concealer mitgenommen in der Farbe Light Neutral, weil ich habe Honey gehabt, der war zu dunkel. Und dann habe ich mir noch, Gott, finally. Und dann habe ich mir noch Radiant Glow Drops mitgenommen und zwar von Rossmann. Die haben 2,50 € gekostet. Mit Rabatt ist das natürlich wieder mega günstig gewesen. Und das ist ein Iridescent Highlighting Kit. Ich habe euch ja gesagt, ich liebe die LEs von Rival de Loop, weil die sehr, sehr gut sind, muss ich sagen. Und das sind drei Cream-Produkte und zwei Highlighter-Produkte. Ich werde jetzt nicht testen. Ich mache das an einem First Impression. Da bin ich mal gespannt. Also, die riechen sehr, sehr gut. Das kommt jetzt praktisch alles in so mein Kit. Und dann werden wir mal so ein Make-up machen, sowohl mit alten, neuen Favorites, dann die Drops. Das fand ich halt richtig toll. Also, das sind halt richtig tolle Drops, die ihr praktisch als Drops auch auftragen könnt, ja. Damit, das könnt ihr in euer Make-up mit reingeben. Das könnt ihr auch praktisch. Hallo? Hallo! Leute, krass. Also das finde ich richtig heftig. Da ist zum Beispiel. Wow! Ich glaube, ich muss noch mal los. Hallo? Also krass. Ich nehme mal hier irgendwie ein bisschen. Oh mein Gott. Ich trage das jetzt auf, das ist mir egal. Muss eh gleich duschen. Um den perfekten Ton zu bekommen, glaube ich, kann man das auch gut vermischen. Also Leute, ich meine, das ist jetzt rosa, das ist jetzt natürlich die dümmste Farbe, die ich hätte wählen können. Aber Leute, ist das krass oder ist das krass? Oh mein Gott. Also das Zeug ist der Shit, sage ich euch. Oh mein Gott.
Also ich habe, wie gesagt, ganz arg verschiedene Sachen geholt. Ich fand, wie gesagt, das da ist halt totaler Fun. Ich finde die richtig lustig, diese Stamps. Ich finde halt, die machen halt irgendwie total was her. Es ist jetzt halt Spaß über dem Kopf. Es gibt auf jeden Fall ein First Impression. Das werde ich euch jetzt. Auf jeden Fall hoffe ich, dass dieser Haul euch gefallen hat. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da dafür und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder.